So, weiter geht's. Leere Becher auf Wiedersehen. Bierfass. This is nothing to do with the paladins. Go and tell your grandmaster that. It's everything to do with the paladins. You sully the divine's name with this place. The divine would want the world free of Voidwalken. Sorcerers are like the divine's children. You're harming them. You'll do what? You're weak. Only we have the will to do what's necessary. Goodbye. Ein bisschen aufständisch alles. Riesennägel. Geh mal hoch auf die Balustrade. Ganz nützlich, dieser. Ich weiß nicht, was das ist. Verschläge da. Okay, einmal wieder runter. Ist halt das Moor oder was? Ich bin einfach durch die Festung. Brunnen. Und da gucke ich mal rein. Obwohl das Fass. So ist da. Oh, guck mal, eine Tür. Alle Loot. Ja, mein Gott, es gibt so viel gerade. Magisterschwert. Inventar, die ist doch unsere. Dibben. Wo ist denn ein? Oh ja. So. Das kann alles weg. Oh, ich würde reich. Verwenden. Und zwar dieser Tray. Oh, Stufe 4 schafft es nicht, ne? Dann gehört dir auch der Loot. Guck mal. Ja, hier gibt es noch Reimer. Da geht's halt runter. Hier geht's in, ich weiß nicht, in den Thronsaal. Allein ein paar Reimer. Hier einmal lesen. Ich kann einige Rezepte in diesem Buch erkennen. Dieses hier liest sich allerdings eher wie ein Rätsel. Ich werde mit dem experimentieren müssen, was durch diese Reime in Erfahrung bringen kann. Feuer durch ein scharfes Ding und Wasser durch das, was das Meer euch bringt. Erde durch Blüten, die duften fein. Für Luft gibt Baumwolle gleich hinein. Mit einer Essenz ist so dann kombiniert und schon ist die Schriftvolle definiert. Feuer durch ein scharfes Ding. Wasser durch das, was das Meer euch bringt. Hm. Oh, ich lerne 4 neue Rezepte. Schief? Dass man jetzt hier nicht sieht, was das bringt. Ja, ich guck
einfach noch mal kurz in den Brunnen, weil der gerade da war. Hä? Was soll ich, was für das? Verstehe ich nicht. Ich kann hier am Brunnen. Ich kann da vielleicht runter? Kann gar nicht. So, jetzt ist die Frage, gehe ich hier noch kurz die Leiter hoch? Wo war die denn? Nee, da gehe ich einfach durch. Gehe durch die Leiter hoch und dann kann ich in den Keller. So, sehr gut. Weiß nicht, ob sich das jetzt verbuggt hat hier. Irgendwas ist komisch. Oh, ja, was ist das denn für ein Folterturm? Okay, da ist, glaube ich, nichts Interessantes drin. Dann gehen wir hier rein. Alle kehrt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh fuck. Ja, perfekt, aber ich stehe oben. Ja, er muss runter. Ich mal da hinstellen. Okay, er greift da an. Er stellt sich mal an die Ecke. Schmeißt den Namen an. Schön Erdkarton. Ach du Scheiße. Flucht. Wir haben erfahren, dass hier der Boost genutzt wird, um Quellenmagier ihre Kräfte zu brauchen. Es gibt keine Heilung, nur Folter, Versklavung und den Tod der Ersatz. Erhöhte Position. Ja, dann wird er... So, und kein normal? Ne. Okay, können wir irgendwie... Zug beenden. So, die da oben machen müssen Angst. Wenn jemand in der AOE-Fertigkeiten besitzt. Jetzt schicke ich sie da schon mal hin. Sie hat keine AOE, ne? Ja, die läuft da schon mal hin. Was für Schildo? Hier ordentlich Dresche. Leere Hülle. Immer niederkloppen geht nicht. Schöner Schlag. Was macht sie? Die läuft mich auch an. Eieiei. Weg ist unterbrochen, war's? Ziel ist außer Sicht. Was wert denn hier? Das ist gerade down. Ihre Hülle hat auch Rüstung. Ja, dann kämpfen wir halt hier weiter, ne? Der Weg ist unterbrochen. Och Mann, ey. Wo ist das denn unterbrochen? Klasse. Super Zug. Hier weiter.
Ja, da schmeißt einfach nochmal einen Stein nach dem. Kann er mal lang, um zu vernünften da unten. So, ja, Zug. Geht schon mal hier rüber. So, die kriegt jetzt hier auf jeden Fall richtig. Zack. Dann kriegt er hier einen schönen von da hinten. Nein. Noch mehr Adrenalin. Zack. Zack. Ah, hier kann ich die Schaden austeilen. Der beamt sie einfach da runter. Aber sehr gut. Da unten ist er. Boah, wie viel AP hat der? Einzug, so. Ja, der kann hier mal einfach auf den einstechen. Die zwei Ladies, die streiten sich da oben. Das ist okay. Ist ja nicht, dass der schon wieder aussah. Wieso hat denn der schon wieder so viel Feuer? Hä? Habe ich jetzt den oder? Komm, ausschalten. Ja, fein. So, was ist mit ihm? Ziel bei ihm ist, ne? Ja, der muss aber hier nicht gefallen. Oder Fall. Machen wir die Fall hier auch. Diesen Jungen. Ah, ich habe mich selbst vergiftet. Sauber. Dann kann er sich auch noch einen Feuerfall reinjagen. So. Fette Selbstzerstörung. Aha. Reicht das? Ah, fein. Ist sie wieder aufgestanden? Nee, die wurden nur zerlegt. Oh, oh. Boah, der kriegt richtig, ey. Der kann sich mal... Ja, der muss auf jeden Fall hier hoch. So, Oberster Richter. Ja, perfekt. Und kann er dahin? Aber so, sie ist wieder ein bisschen einsatzbereiter. Kann sie hinter ihn schleichen? Ja. Nehmen wir uns dem noch mal ein bisschen an hier. Ja, ja. Kann man dahin latschen? Er ist halt gar nicht mehr dran.
ist sicher nicht versperrt hier. Wird auf jeden Fall hängen, oder nicht? Lass es lieber. Nochmal 2 AP hin. Dann kriegt er noch einen Stein auf den Kopf. Mit Regeneration. Ja. Irgendwie nix, ne? So, 4 AP oder mit Anstürmen. Ah, das war einer, der wird niedergeschlagen. Und dann nochmal richtig draufhauen. Feinder. Okay, verfehlt. Jetzt schön Feuer. Und dann auch Feuerpfeil. Ordentlich Damage. So, ja, die können. Weit, ne, brauche ich nicht. So, dahin. Kommt auch langsam dahin. Puh, was für ein Kampf. Beschleunigung. Brennt noch ein bisschen. Fehlt, sehr gut. Fane, du bist es. Mal fertig. Pam! So. Oberster Richter, ja, wir brauchen eine. Wir looten alles. Sie ausfüllen. Na, wie geht's uns? Ich speichere mal gerade. Nicht, dass beim Looten hier doch noch irgendwas kommt. Was ist denn das? Eine Erdessenz? Ja, das war auf jeden Fall ein netter Kampf. Oben hin. Einmal hier rüber. Guck mal, die Gemälde nehme ich auch noch alle mit. Kunstraub. Überladen ist er. Herzlich verladen, das Umblick verkaufen. Wie wiegt denn so ein Teil? 150! Weg. Hä? What the fuck? Wie viel Gewicht bin ich denn? 32, okay, wir können immer gerade hier. Das kann direkt zu Waren hinzugefügt werden, was ist das? Zweihand Streitkolben. So, zu Waren hinzufügen. Magische Zweihand Zwergenaxt. 5% Crit-Chance, die schockieren. Macht ein bisschen mehr Schaden noch, ne? Direkt nochmal ausgetauscht. Zack, weg damit. Hier, das kann die hier nehmen. Das auch. Ja. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Kiste, Kiste. Okay, nix. Super, weiter geht's. Prächtig gebundenes Buch, ja. Wie viel wert ist das?
da steht's gut. Ein Buch. Die Sünde der Quelle ist angeboren. Wir alle sind von dieser seltsamen Macht gezeichnet. Kreativ ebenso wie destruktiv. Kaum verwunderlich, dass manche der Versuchung erliegen, sie zu manipulieren. Doch ist der Unterschied zwischen verständlichen und zulässigen ein wesentlicher. Die Sünde der Quelle hat in unserer Sphäre keinen Platz. Immer wieder fault und gärt sie in ihren Trägern, wird zu Mord und Folter missbraucht und ruft unsagbar furchtbare Bestien in unsere Mitte. Es darf so nicht weitergehen. Ach ja. Leider ist Folter da nicht so. Swish. The Magisters certainly don't spare expenses, do they? Ja. Gott, jetzt wird hier richtig gelesen, oder was? Identifizierungslupe, ein Brief, ein belehrendes Pamphlet und ein gepflegtes Buch. Natürlich der Schreibtisch, in dem noch mehr Bücher liegen. Oh Gott, ganz viele kleine Tische. Was ist das? Seife. Ich natürlich mit. So, dann haben wir noch ordentlich. Ah. Nehmen. Stufe 2, das kriegt sie aber auf. Gleich gucken. Badewanne. Ich kann eine Badewanne benutzen. Porträt einer Frau und ein Brief. Eine Badewanne. Now is not the time for a bath. Oh, okay, sie braucht mal unbedingt hier die. Wo sind sie? Ah, hat sie schon. Okay, verwenden. Mit das. Geöffnet. Giftfall. Okay, das dürfte dann wohl an ihn gehen. Kann ich eigentlich mal essen. Looking around for joy, you feel excited. A new environment to explore, new people to meet, new challenges to overcome. Who knows what could happen here? Der Tod wartet hier. Gut, das war das. Jetzt habe ich hier, was habe ich denn hier noch? Schriftrolle Beschleunigung, der Frostrüstung Regeneration. Feuerpfeile, guck mal. Das kriegt. Ja, wer hat denn hier den Feuerboost? Er ist das, ne? Pyrokineter. Der auf jeden Fall das Feuer und er bald die Giftsache. So, jetzt ein Buch. Ein Buch, ein Buch. Bildnis eines Ritters ab zum Verkauf. Da ist das erste Buch. Lesen. Achso. Ja, das kann auch zu den Waren. Apfelsaft. Kaputtreinheitsring. Lesen. Schadknollen, der endgültige Leitfaden. Toll. Schadknollen wachsen in den gemäßigten Breiten Rivellons. Auf offener Fläche können ihre komplexen Wurzelsysteme sich frei ausbreiten, daher gedeihen sie dort besonders gut. Üblicherweise werden sie zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt. Ihre lebendigen Farben und ebenso lebendige Abwehrmechanismen zeichnen sie aus. Ausgewachsene bilden sie zahlreiche Varianten aus. Ihre Wirkung entspricht meist ihrem Erscheinungsbild sowie den Elementen, gegen das sie empfindlich sind. Beispielsweise sind rote Schadknollen feuerempfindlich, gelbe dagegen empfänglich für Erdelemente. Es handelt sich um robuste Blumen, die schwierig zu vernichten und zu entwurzeln sind. Wenn es doch einmal gelingt, sterben sie selten ohne Knall. Oh, gefährlich, gefährlich, sehr gefährlich. Weg damit. So, lesen. Von den sieben Göttern. Als die sieben Götter noch jung waren, beschlossen sie, dass ein jeder sein eigenes Volk durch den ewigen Fluss der Zeit geleiten würde. So kam es, dass Ralik, der mächtigste unter den Göttern, zum Schutzherrn der Menschen wurde. Der stämmige Duna schuf die Zwerge nach seinem Ebenbild und lebte lange Zeit tief in den Berghöhlen mit ihnen. Tyr Sendelius, der Poet, zog in die Wälder und schuf die Elfen. Ja,
sonst. Er schenkte ihnen eine lange Lebensspanne und Weisheit. Die Reptiliengöttin Zolstissa wollte stolze Krieger befehligen und schuf das Echsenvolk, die Starkkrieger der Ödlande. Der Gott Vrogir, berüchtigt wegen seiner gewaltigen Natur, schuf die Orks und hielt sie über 300 Jahre als Sklaven, bevor er Rivellon verließ. Xantetza, die Königin des Frohsinns und Gelächter, wünschte ein Volk intelligenter, magischer, begabter Wesen. Sie schuf die Kobolde, begabte Magier und Tüftler. Die Göttin Amadia als Außenseiterin zog es vor, in Abgeschiedenheit zu leben. Im Laufe der Jahrhunderte breiteten sich die sechs Völker über den ganzen Kontinent aus. Eines Tages verliebte sich Amadia in seinen Zauberer und gebar mehrere Halbgötter. Sie schenkte ihren Liebsten die Unsterblichkeit und beschloss, Schutzherrin der Zauberer zu werden. So haben die Zauberer eine eigene Göttin, die sie huldigen, obwohl sie kein Volk sind. Ach, das ist ja nett. Und tschüss. Clown der Täuschung. Seit ich ein kleines Mädchen war, hatte meine Mutter den Namen der einsamen Wölfe immer dann benutzt, wenn sie mir Angst einjagen wollte. Bett fein gemacht, wird sich um acht. Ruft die Eule, hört man's Wolfsgeheul. Wo andere Kinder aus den besseren Stadtteilen von Arx Magister gegen den Schwarzen Ring spielten, hatten wir in unserem niederen Bezirk nur ein Spiel namens Vertrag, bei dem jeder mal die Zielperson eines einsamen Wolfs war, die ermordet werden sollte. Hätte ich damals schon gewusst, dass mich Jahre später ihr Anführer Rost Arlon höchstpersönlich von eben diesen Straßen holen würde. Oh, ich musste harte Zeiten durchmachen, die allerhärtesten. Ich war ein einfaches Küchenmädchen im Dienste von Herrn Linda Kem und versuchte stets, seine herrsüchtige Frau Pauline aus dem Weg zu gehen. Dann traf ich eines Nachts den wirklich überaus attraktiven Rost. Während ich pflichtbeflissen mit den frischen Teeblättern die Herrin Pauline geordert hatte, nach Hause huschte, welche Gerüchte darüber auch im Umlauf sein mögen, ich habe ihn auf dem Markt getroffen und nirgendwo sonst. Er schlich zu mir mit seinen weißen Zähnen und markanten Wangenknochen. Als ich herausfand, dass er ein einsamer Wolfer war, schon zu spät. Er hatte bereits die Schlüssel zum Anwesen des Camps, zum guten Silberbesteck und zu meinem Herzen. Es geschah folgendermaßen. Alle folgenden Seiten wurden gewaltsam aus dem Buch gerissen. Oh. Ein Brief. Verehrte Dame, euer Vorgehen hat sich als höchst wirksam erwiesen. Ein Wunder. Wie seltsam, dass der Quellenkönig so lange über diese Technik verfügte und sie geheim halten konnte. Zu den technischen Fragen. Die Mönche hören zwar zu, sind aber dumpf und lustlos. Sie reagieren, aber sie engagieren sich nicht. Wäre es nicht möglich und sogar ratsam, dass sie aus freien Stücken gehorchten? Mein Kopf schwirrt, ob der Möglichkeiten. Gehorsam durch freien Willen. Ein Willen, der vom Orden selbst geformt wurde. Dann hätten wir endlich die Armee, von welcher der Göttliche träumte. Möge sein Geist in Frieden ruhen. Euer ewiger, ergebener Uriband. Alle tot. Wird hier alles verkauft. Das Ganze. Matrosen, Plünder und Magisterkollegen folgt nicht im Licht. Es gibt in Treibholz kein Leuchtturm und kein freundliches Licht, nach dem man navigieren könnte. Feuer zu Mitternacht werden von Zwergenverbrechen entfacht und dienen nur dazu, euch in die Falle zu locken. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Mac Yvette. Damals herrschte große Not, Abgründe, Mächte der Dunkelheit, die so stark waren, dass nicht einmal die Sieben höchst selbst ihnen Einhalt gebieten konnten, sammelten sich wie Gewitterwolken über unserem wunderschönen Reich. Und so trafen sie eine Entscheidung. Sie wollten ihre Zwistigkeiten, ihre Rivalität und ihren Stolz beiseite schieben und sich in Gestalt eines einzelnen Avatars zusammenschließen, der ihre Macht in sich vereinen sollte. Die unermessliche Macht von Recht und Guten. Lushin wurde von den Beschwörern ausgewählt. Lushin, der Würdige. Er war siebenfach göttlich und doch fiel er. Blutregen, das jetzt nicht zu den Reimen der Schriftgelehrten. Vielleicht lerne ich da wieder was. Ein seltsames Lied steht in diesem Buch. Die magischen Worte kriechen dir in den Verstand und gewähren dir neue Einsichten. Auf der Toteninsel, bevor die Gräber hohl, hört man keine Klage und auch kein Lebewohl. Denn sie auferstehen zum Trotz des Gebeins, durch die Macht der Meere, durch die Essenz des Seins, des Seins, des Seins, des Seins. Voller Wiederbewegung. Wow. Herr und Frau, zack, Brief, lesen. Vom Schreibtisch des hohen Herrn Dallas, rechter Hand Bischofs Alexanders, Sohn des Göttlichen. An unseren tapferen Truppen der Freudenfeste, seid gewarnt. Eine höchst unbequeme und nicht allzu unorganisierte Rebellengruppe trachtet nach einigen unserer Quellenmagier. Sie
Sie nennen sich die Sucher. Möglicherweise haben sie bei der Flucht von mindestens zwei Besonderen gesorgt. Ihr seid hiermit gewarnt und zu höchster Wachsamkeit aufgefordert. Werden solche Sucher gefunden, sind sie mir persönlich zur Behandlung auszuliefern, die ich verabreiche und niemand sonst. Fehler und Pannen werden nicht toleriert. D. Punkt. Den behalte ich mal. Gab sogar einen Eintrag. Tränke, Rüstung, Nahrung, Green Moil. Das ist ein Schriftroll. Der Wiederbelebung, was braucht man dafür? Lebensessenz, ja. Na gut, aber die kann ich herstellen jetzt. Das ist sehr gut, finde ich.